92.000, echt. Ach so, weil er jetzt hier eine Brücke dazu baut. 77, das sieht schon besser aus. Das würde ich machen. Was kommt jetzt so langsam Geld rein? Mal gucken, wie es mit dem Kaffee aussieht. Ist eigentlich gut, ne? Ja, da jetzt noch einen anderen Zug, das lohnt nicht. Vermute mal, dass es mit Fischen genauso aussieht, ja. In Rio wollen, glaube ich, noch keinen Kaffee. Die sind nicht, ja, sind nicht groß genug. Aber die wollen Holz. Und wir haben so ein bisschen Holz hier liegen. Vielleicht sollten wir eher hier investieren. Dann nochmal nach dem Fleisch gucken. 90? Ach echt? Haben wir da noch keinen... das wird ja dann mit dem, wenn ich das mache... Ja, Moment. Können... bauen wir das nicht. Sondern erstmal hier lang. Okay, mit ein bisschen mehr Geld. Ach Quatsch. Vom Warendepot nach Rio. Ja gut, es gibt nur ein Gleis, und in Rio können wir aber hier ankommen. Das ganze Geld schon wieder aufgebraucht. Eben war da noch was da. So, dann wird halt Fleisch abtransportiert, aber sicherlich auch die anderen Sachen, die wir dann hier auf Lager haben. Holz, Zucker auch. Wollen die das schon haben? Wollen die noch nicht haben. Aber die brauchen nicht mehr lange. Zucker ab 25. Mit 23 sind wir. Okay. Das heißt, wir brauchen mehr Zucker. Wir brauchen hiervon noch ein. Fleischindustrie. Ich kaufe jetzt nichts. Oh, so knapp. Hätte es mir beinahe leisten können. Nimmt jetzt ein bisschen Holz mit. Haben wir Zucker eingelagert. Ja, das könnten wir auch machen. Sind die schon groß genug? Ja. Freies Gleis, ne? Okay, aber wenn der weg ist, nimmt kein Zucker mit. Genau, aber bei dem, wobei es eigentlich egal ist. Hauptsache die Stadt wächst und verbraucht mehr, dann haben wir eben auch mehr Warendurchsatz. Was haben wir denn? Juni? 500, ja. Und hier sind wir auch fast schon bei der Hälfte, okay. Das ist natürlich gut. Bisschen langsamer. Die wachsen hier nicht, weil ich müsste irgendwas anderes machen mit der. Oh, hier können wir uns das leisten. Nee, leisten nicht, aber hier könnten wir was bauen. Also die Wolle zum Beispiel.
dass wir hier Kleidung herstellen. Brauchen wir aber 500.000, glaube ich. Schneiderei 500.000, ja. Das wäre aber echt gut. Aber darauf warten. Also ich meine, so viel Geld muss ich eigentlich anders investieren. Wie viel Wolle ist denn hier gelagert? Nur 20. Moment. Das ist nicht gut. Ja, das heißt, dass der Zug nämlich hier immer leer fährt. Keine Fracht. Verschenkt, ja, wenn zwei Züge fahren leer, das ist echt total blöd. Wenn das nachher am Ende fehlt, ja, wenn da nur 16 fehlen, weil ich bei 984 bin, ärgerlich. So, die bringen jetzt Holz. Wir könnten in Rio ein Wartungshäuschen bauen, Wartungsgebäude. Damit es nicht unten gemacht werden muss. Also im Warendepot. So, die kriegen jetzt zu wenig Kühe. Krass. Dann bauen wir hier noch einen von. Zucker. Geht. Hier echt noch mehr bauen. Vom Warendepot nach Rio. Aber ich glaube, dann ist das Gleis eigentlich schon ausgelastet. 38% steht hier. Rio könnte auf Gleis 1 gehen. So, hier können wir uns wieder was... Ach, nee, Quatsch. Hier, ich hab fast gedacht, dass wir uns die hätten leisten können, weil es können wir, aber... Ist natürlich so, wie ich es letzte Mal schon gesagt habe, wir brauchen erst das Zeug drumherum. So, Fleisch läuft jetzt nicht mehr. So viele Kühe. Holz... Geht, ja, so die Industrie... Bleibt auf Stufe 1, obwohl die ausgelastet ist. Wie ist denn hier der Verbrauch? 0,7, ne? Selbst. Also 0,8, das ist wenig. Also hier wird eigentlich nichts eingelagert. Es wird im Augenblick also nicht voll. Wenn die aufrüsten, dann schon. So, August 662. Es könnte diesmal was werden. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Zucker haben wir aber zu viel. Jetzt können wir uns schon überlegen, ob wir noch irgendwo was anderes machen. Fisch ist okay. Dem Mais wollte ich ja was machen. Versuchen wir mal hier reinzukommen. 70.000, das ist ganz schön teuer. 60. Ah, ich glaube, billiger wird es nicht. Das nehme ich. So, aber auch der Weg nach Rio wäre nicht schlecht hier lang.
Ist schneller, hat aber weniger Zugleistung. Wie, elektrisches Stellwerk? Habe ich das noch nicht? Ich nehme die mal. Zu spät. Ach. Tatsache, hätte ich das mal genommen. Zwei Mist. Ich glaube, der andere wäre jetzt auch nicht langsamer oder schneller gewesen. August bei 700, das sieht gut aus. Also ich glaube, das kriegen wir hin. Sehen. Schöne Streckenführung. 108. Wir müssen eigentlich hier so lang. 37.000, das geht doch. Der hier, ein Fisch, echt? Hier ist einfach noch zu klein. Zucker, aber Papier wollen die auch, okay? Nicht, dass die jetzt hier eine Papierfabrik, noch ist nichts entstanden, okay? Na. So. Wäre kein Geld für den Zug. September. Das letzte Quartal läuft an und wir haben nur noch zwei, also unter 200, alles klar. Gut, ja, es ist deutlich besser als bei meinem ersten Versuch. Tja. Ich bin für die. Ich glaube, dass die wirklich besser ist. Mehr Zugleistung und ich meine, nicht viel langsamer. Also fährt ja auch über 40, so wie die andere. Schlussprämie 135 für Kakao. Bis wann? Bis April ist okay, das mache ich. Und ich würde dafür den Teil hier neu bauen. Wegen zu engen Kurvenradius schon wieder. Deswegen hat er es sowieso komisch gebaut, wahrscheinlich. Na toll, jetzt kriege ich es nicht mal wieder hingebaut. So ein Mist. dann ganz anders. Dann müssen wir hier erstmal dran vorbei. So, und hoffentlich klappt das irgendwie. Ja. Okay.
Anschluss, das machen wir dann. Das passt schon. Aber wo holen wir den Kakao dann in die Stadt? Ich glaube, wir brauchen noch ein weiteres Warendepot. Weil hier ist jetzt einfach schon zu voll. Ich guck mal, das ist auch die einzige. Nee, die wollen den auch schon haben. Ja, ich guck mal, also ich würde es wahrscheinlich direkt daneben bauen. Und dann hier auch eins hin, damit die ja einfach sich so gegenseitig dann wieder versorgen, weil ich bin gespannt, was hier kommt. Also ich hoffe, es ist Papier. Oder ich kriege halt genug Geld. Oder eben Lama-Wolle. Ne? Das wäre dann auch eine Möglichkeit, dass wir hier Kleidung haben. Also Kleidung oder Papier würde ja am meisten Sinn machen. Aufgabe endet bald. Ich weiß ja, 2 Monate noch. Wir haben es aber fast. Und das andere bei der Hälfte, okay. Das heißt aber auch krasse Expansion, um da auf 1 Million zu kommen. Das wird auch nicht einfach. Machen wir erstmal einen kleinen Bahnhof hier hin. Ja, so. Brauchen wir da einen Versorgungsturm? Ich glaube schon, wir sollten es machen. Es ist wieder kein Parallelgleis jetzt, ärgerlich. Ich glaube, da brauche ich dann nicht bauen. Ja, dann nehme ich. So. Wir haben nicht genug Geld für ein neues Warendepot. Prämie für Industrie, und das wäre so super. Aber warum macht die KI das nicht? Steht da schon so lange was frei? Das ist natürlich ein schöner Rabatt. Aber dafür muss man halt erstmal ein bisschen Geld haben. Und das ist wie im echten Leben. Die Reichen werden immer reicher. Die können sich das leisten. Als kleiner Mann kann man doch überhaupt nicht eine Fabrik gründen. Wie soll man es machen? Kredite aufnehmen. Ach so, verstehe. Dafür sind die da. Ich gucke mal, ob ich schon kein aufnehmen. Rio ist gerade gewachsen. Sehr gut. Das heißt, die können auch eine eigene Industrie bauen. Das ist interessant. Also das wird uns helfen für die nächste Aufgabe. Du siehst mich hochzufrieden. Ah, ja. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden, ihr Zuschauer, dass ich das hier geschafft habe. Ich bin jedenfalls zufrieden, weil beim ersten Mal, wie gesagt, ich habe es ja schon mal getestet, sah gar nicht gut aus. Aber jetzt ist es okay. Wir haben 240.000. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich ein Warendepot noch auf die Seite... Ja, wir kriegen das hier noch hin. So, dann müssen wir halt Tunnel und Brücken bauen, aber das ist okay. Wir machen das hier, wir fahren Kakao, Möbel holen wir dann raus und Kleidung, glaube ich, dann, wenn, oder eben was auch immer, noch Papier oder sowas, was dann noch gebraucht wird. So, das machen wir dann alles hier drüber. Soll ich es schon bauen? Oder hilft uns irgendwas anderes für einen Profit? Ich weiß nicht. Ich überlege mir das bis zum nächsten Mal und sage für heute danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, wie immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.